einreihen. Ach hier, wie komme ich. Was? Wie komme ich denn da hin? Ah so, ja, natürlich. So, warte mal. Kann ich denn jetzt die SM. Die SMS ist immer noch da. Ich habe doch schon alle gelesen. Verstehe ich nicht. Dann schauen wir doch mal. Wir haben jetzt hier noch eine Base, die können wir noch einnehmen. Wir haben soweit eigentlich fast wieder alles geklärt, ne? Wenn wir die Basis hier klären, haben wir links dann 4 von 4 stehen und, 2 Fahrzeuge wären das noch und 1 Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, wer das Ausrufezeichen ist, ob das die Revolution, ob das die Nebenaktivitäten sind, die immer spontan kommen. Aber bisher war ja keine gewesen. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht warum da nichts mehr kommt. So, dann machen wir noch die nächste Base. Und dann würde ich sagen, machen wir wieder Hauptquest. Boah, finde ich voll geil, ohne Scheiß. Macht so viel Spaß, das Spiel. Es ist abnormal. Auch wenn es immer wieder, wie gesagt, sehr repetitiv ist, dass es immer wieder sich wiederholt. Ne? Vielleicht einige sagen, boah, nee, also mir wird es nicht gefallen. Kann ich verstehen. Aber ich habe da irgendwie Spaß dran. Mir macht das Spiel echt Spaß. Und ob das jetzt Geld wert ist oder nicht, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Im Übrigen, Multiplayer habe ich ja noch gar nicht gespielt. Soll ja wohl eine ganz große Katastrophe sein. Der Multiplayer-Part kann ich nicht zu sagen. Habe ich noch nicht angetestet. Werde ich, glaube ich, vielleicht mal, wenn ich dann mit dem Hauptspiel durch bin, vielleicht mal im Livestream mal zeigen. Aber ich kann nichts versprechen. Ich weiß es nicht. Ja, dann schauen wir doch mal. Da ist ein Scharfschütze. Wenn du einen Weg finden kannst, an all das ranzukommen, wäre viel Gutes damit tun. Hallo? Ciao. Ja, Alter. Gibt's da noch eine andere Möglichkeit reinzukommen vielleicht irgendwie? Vielleicht von hier? Hier ist alles so hell, ich sehe nichts. Warte mal. Boah, hier vom Balkon aus darüber, das wäre mega. Geht das irgendwie? Alter, jawohl, läuft. Es gibt also mehrere Wege in Basen rein, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ich mach mal die Taschenlampe aus. Damit wir hier nicht gesehen werden. Ah, guck mal. Oh nein. Oder doch, warte mal. R1, ich hätte gerne den. Jawohl. Danke. Guck mal hier für dich. Hä? Ich hab doch getroffen. Will er mich verarschen? Na also, geht doch. Hä, wieso ist der nicht... Alter, der steht mitten in der Granate. So, warte mal. Jetzt muss ich wieder wechseln, glaube ich. Weil ich hätte jetzt gerne R1... Jawohl. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wenn du ein bisschen Ruhe hast, dann geht das eigentlich. Ich glaube, wir müssen nach unten. Bin mir nicht ganz sicher. Kann ich den auslooten? Sehr schön. Ich hoffe, wir sind hier unten alleine. Ah, ich muss... Kann das sein, dass ich... Kann das sein, dass ich es zerstören muss? Waren das nochmal? Ja, Alter. Muss ich das, Alter? Uah, Alter. Ah, hier. Achso, die Vorräte. Stimmt, wie habe ich die denn nochmal zerstört? Wie habe ich den nochmal zerstört beim letzten Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Reicht da, wenn ich da einfach eine Granate reinschmeiß? Hier? War das nochmal? Ach nee, da muss ich hin. Ah, die Vorräte. Ach, ist ja praktisch. Haben wir, ne, oder? Hier. Bombe. Das geht nicht, weil, warum?
Huch! KVA Hilfsdepot. Da schwebe ich einfach mal aus dem Bild. Ist ja krass. Einfach mal aus dem Bild gefahren. Hast du gerade gesehen? So bzzz. Jawohl! Läuft! Sehr schön. Diese Vorräte haben einer Menge Leute geholfen. Du hast heute etwas Gutes getan. Ja, natürlich. Ich helfe ja auch gerne. Du weißt, dass ich dich nicht darum gebeten hätte, wenn es nicht an der guten Sache ist. Danke. Alter, wir haben nur noch $3, dann müssen wir so langsam auch mal anfangen, Sachen wieder zu verkaufen und Kohle zu machen. So. Haben wir denn soweit jetzt alles? Ich schau mal eben auf die Karte. Da ist noch ein... Ist das der... Nee, das ist nicht die Hauptmission, ne? Huch. Da müssen wir hin. Zugang zum Holloway-Tunnel. Da können wir mal... Da können wir... Alter, war klar. War so klar, dass der mich jetzt sieht. Lalala. Aber wie cool das hier mit den Bäumen ist. Das ist irgendwie schon... Sieht sehr nice aus. Gefällt mir gut. So, ich verstecke mich mal eben in der Mülltonne. Wie Oscar aus der Tonne. Kennt den eigentlich noch einer von euch? Oscar aus der Tonne? Oscar, ich bin der Oscar. Oscar aus der Tonne. War das nicht Sesamstraße? War das... Doch, Sesamstraße, Oscar aus der Tonne, ne, oder? Ich glaube, Sesamstraße war das. So, ich bin mal gespannt, was da hinten in der Basis auf uns wartet. Alter, wie das hier aussieht jetzt. Vorhin war das noch irgendwie... Warte mal eben. Können wir eben was gucken? Yep, machen wir. Machen wir natürlich, wenn wir schon dabei sind. So. Da zählt nämlich dann das Fahrzeug jetzt zu. Dann haben wir nämlich wieder, dann haben wir 4 von 5 Fahrzeuge jetzt. Da steht's. Gepanzerte Autos 4 von 5. Dann brauchen wir quasi nur noch einen, dann haben wir das auch. Ist ja praktisch, wenn das so auf dem Weg liegt. Dann können wir das einfach mal mitnehmen. Lalalala. Ja. Er wird vermöbelt? Ja. Warte mal, das ist hier links, ne? Was ist denn das? Ist das eine Basis von uns? Weil das ist ja der Tunnel, der Holloway-Tunnel. Wie ist das hier vielleicht? Nein. Das ist bestimmt auf der Rückseite. Und Leute, es ist immer noch so warm. Hier sind gefühlte 40, 50 Grad hier im Studio. Boah. Dass ich heute hier mit Kamera aufnehmen muss. Ja gut, später vielleicht im Stream natürlich. Boah, ich habe jetzt schon Angst vor dem Greenscreen bei The Order, weil The Order müssen wir aufnehmen. Ach, das war das. Ja, stimmt. Ich entsinne mich. Da brauchen wir ja dieses... Ah, da hat der Flex ja aus den letzten Videos ja gelernt. Der hat ja für uns dieses Fahrzeug gekauft, was wir brauchen. Dieses ferngesteuerte Auto. Stimmt. Ich entsinne mich. Boah, überleg mal, wie lange wir jetzt gebraucht haben, bis wir da hinkommen. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt hier ist auf YouTube. Da haben wir jetzt echt lange für gebraucht, ne? Das ist ja krass. So, warte mal, wie wähle ich denn das nochmal aus? R1? Nee, wie? Nein? Nein? Ferngesteuertes Auto, Sprengstoff? Wie wechsle ich die Sachen denn? Wie wechsle ich denn bitte die, weil das ist ja jetzt Sprengstoff. Ich habe ja auch andere, ne? Nachfahrer, Fernzünder, Sprengstoff. Annäherung, Sprengstoff. Nee, warte mal. Achso, bestimmt hier, ne, oder? Ach so, alles klar. Ja, warte. Oh, das ist ja voll cool. Irgendwo war hier der Dings. Beschleunigen. Ich habe jetzt die Tasten gar nicht gelesen. Macht natürlich Sinn. War das hier? Jawohl, läuft. Voll geil. Feier ich, wie gesagt, ein bisschen. Also, so eine Funktion hätte ich mir mehr gewünscht. Auch so.
ich habe ja, ich weiß gar nicht, welche... Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht mehr genau, welche Folge das war. Da habe ich ja auch gesagt gehabt, ich hätte mir mehr gewünscht, wenn man auch so ein bisschen so dieses Schleichen drin gehabt hätte. Dieses richtige Schleichen und so. Ne? Und nicht hier dieses, oh ja, mach mal hier, mach mal da, du wirst schon durchkommen und nicht mehr so viele Wachen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von gewünscht. So, was haben wir hier? Ja, ein Kühlschrank, eine Mikrowelle. Den Kühlschrank können wir gar nicht öffnen. Auch gut. Ja, ja, gleich. Ich gehe sofort nach unten. Ich schaue mich nochmal hier eben kurz um. Also davon hätte ich mir echt mehr gewünscht. Mit diesen ferngesteuerten Autos, dass man was machen kann. Ich meine, das kann man so auch machen. Aber man ruft ja unheimlich schnell dadurch die Armee auf den Hals. Hey, da lag ein Rad für ein ferngesteuertes Auto. Geil. Kann ich wieder reparieren, wenn ich eins brauche. Ist so mein Hobby. Ach, hier haben wir gestanden. Das war die Toilette im Übrigen. Guck mal, wer da fehlt. Da fehlt jemand auf der Schublade. So. Die Musik ist zwar immer noch dramatisch. Ich habe keine Ahnung, warum. Vorsicht. Ich brauche Hilfe, bitte. Ja, hau doch ab. Hallo? Nicht schon wieder. Ach so. Zugang zum Holloway-Tunnel. Ich glaube, es wird schon wieder Nacht. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Jawohl. Nur eine verfluchte Tonne Sprengstoff. Läuft. Gute Arbeit, Brady. Jetzt Dankeschön. Haben wir eine direkte Verbindung nach Ashgate. Wir können jetzt Vorräte und Leute transportieren. Und so gleich den Zivilisten helfen. Ah, hier ist der Tunnel. Geil. Haben sie direkt aufgegraben. Sie hielten uns für Verräter. Ach, dich kenne ich doch. Du bist doch überall. Sie hätten niemals wertvolle Informationen mit uns geteilt. Jojojojo. Die ist auch überall, ne? Ich glaube, es ist schon wieder Nacht geworden. So, ich schau mal eben auf die Karte. 4 von 4 Basen, jawohl. Jetzt können wir eigentlich da oben rüber wandern, so langsam. Hier oben zum Missionspunkt. Was ist denn dieses, was ist denn dieses rote Ding da oben? Was ist das denn? Ach, Polizeistation. Ach, guck an. Komme ich hier raus? Nein. Hätte ja sein können, dass wir da rauskommen. Hier war der Ausgang, ne? Genau. Aber hier sind wir eigentlich gar nicht reingekommen, aber egal. Okay. Okay. Dann wollen wir mal. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch ein Auto. Kann ich nochmal eben den Ding bauen? Ja. Nochmal vorsichtshalber 2 Sprengstoffgranaten. Es ist gerade sehr laut. Ich weiß es selber. Aber wirklich sehr, sehr laut. Das wundert mich ein bisschen. Es ist Zeit, den Spieß umzudrehen. Auf jeden Fall, hast du vollkommen recht. Es ist echt Zeit, den Spieß umzudrehen. So. Lalalala. Hier fehlen mir gerade irgendwie die Schiffe in der Luft. Die waren in den letzten Bereichen irgendwie mehr. Irgendwie sind die hier abhanden. Ich weiß nicht warum. Die sind abhanden gekommen, die sind lost. Die sind lost. So. Das ist ja super. Ach, das ist voll nett von dir. Voll nett von dir. Voll nett von dir. Ciao. So. Und die haben nichts bemerkt. Wie geil ist das denn? So, damit haben wir quasi alle Fahrzeuge erledigt, die wir erledigen sollten, laut... was ist das denn? Jesus! Guck mal, der schwebt! Warte mal. Nein, ich will... Ach, Mist, jetzt nicht mehr. Der war gerade am Schweben, ich wollte ein Foto machen. Bist du Jesus? Bist du Jesus? Was für ein Wetter wir haben, ich werde diesen Schnupfen nicht los. Ja, ist klar, wenn du barfuß läufst und im, über den Boden schweben tust, dann ist klar, dass du den Schnupfen los. So.
Achso, apropos Karte, kann ich nochmal eben schnell schauen, ob der das... Ja, genau, jetzt 4 von 4, 10 von 10, 15 von 15, 5 von 5 und wir haben noch ein Ausrufezeichen. Ich habe keine Ahnung, was das Ausrufezeichen ist. Vielleicht ist es hier irgendwie die Mission noch oder... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil eine Nebenmission kam bisher nicht wieder. So, Identitätsdiebstahl. Erreiche die Polizeistation. Da sind wir gerade. Die Polizeistation ist das Herz der KVA-Operation in Eschgate. Von dort aus kann man auf die Arbeiterliste zugreifen, weil sie die Arbeiter genau untersuchen, bevor sie in die Werft dürfen. Da kommt gerade jemand rausgelaufen. Oder da sind sogar zwei. Kann ich die, warte mal, ich hab doch so Ablenkdinger, ne? Wo sind die? Ah, hier. La. Ich muss nach oben, ist natürlich super. Ich lauf einfach mal. Das hat aber echt gut geklappt mit dem Ablenken. Das habe ich jetzt das erste Mal probiert. Ich hoffe natürlich, dass wir hier nicht so viel Gesellschaft haben hier oben. Solange wir keinen Alarm ausgelöst haben, geht das eigentlich. Ich hab's gewusst. Kehren Sie sofort nach Hause zurück oder Sie werden verhaftet. Er steht erstmal gegen der Wand, das ist natürlich auch geil. Aber wie gut das klappt mit dem Ablenken. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wir müssen hier runter. Oh nein. Oh nein, oh nein. Mist, und der steht genau hier. Wieso? Verdammt. Der hat uns gesehen, Mist. Kann ich eben hier wegsprengen? Geht das? Alter. Ich würde da gerne... Geh da rein, Alter. Ihr habt mich zwar bemerkt, aber egal. Zu spät. Jetzt bin ich drin. Ihr könnt mich mal. So. Haha. Tolles Handy hast du. Yeah. Polizeistation. Liste heruntergeladen. Jawohl, räumen Sie die Straße. Brady, du hast es geschafft. Crawford hat die Pläne und erstellt unsere Ausweise. Ich habe mir die Werft angesehen und Crawford hatte recht. Wir werden dort Goliaths finden. Ich bin zum Unterschlupf unterwegs und kläre noch einige Dinge mit Heather ab. Komm vorbei, sobald du alles hast. Was? Die machen gerade Luftkickboxen. Ich habe keine Ahnung. Das ist die neue Mode. Sieht aus, als ob der gegen eine Wand rennt. Komm her! Survival! Das ist so dumm. Wo ist denn hier... Ist das hier irgendwo? Pack alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist! Diese Wichser schuldet. Was macht der da? Dirigiert der da irgendwie ein Konzert oder so? Ich weiß es nicht. Schön im Takt auf jeden Fall bleiben. Ja, gut. Das. Yeah! Vor allen Dingen dich kann nichts aufhalten. Das ging mit der Polizeistation eigentlich relativ easy, auch mit dem Ablenken. Ich sollte mir das mit dem Ablenken echt mal merken. Das war echt gut. Das war echt super. Das mit dem Ablenken war echt, also. Na, natürlich fehlen uns wieder Batterien, ist klar. Ne, das Radio will ich jetzt nicht. Ich weiß, ihr habt das Radio wieder gesehen, aber nein. Ne, das klappt ja super. Jetzt haben wir ja soweit das Gebiet schon wieder geklärt, ne? Was steht denn an? Trifft Parrish beim Unterschlupf. Das heißt, wir haben den Stadtbezirk... Ist das... Hier ist das, ne? Das heißt, wir haben den Stadtbezirk soweit auch schon wieder geklärt. Voll geil. Feier ich. Oh Gott, ist das ein Verrückter oder ein Verfluchter, euch das Laden?
verrückt in jeder Hinsicht. Aber er wird funktionieren. Huch! Was war das denn? Brady, die Ausweise sind fertig. Crawford lässt unsere Waffen in die Werft liefern. Er hat jemanden dort, der sie für uns lagern wird. Ist er zuverlässig? Meinst du Crawford oder den Typen? Beide. Werden wir schon sehen. Naja, es ist alles bereit. Wenn du soweit bist, Brady, lass es mich wissen. Ja, Brady, so, nun reiß dich mal zusammen. Wir sollten uns endlich den Goliath holen. Ja, sprich mit Parrish. Das machen Komm wir. Komm schon, wir müssen den Zug erwischen. Ich sorge dafür, dass meine Software online ist, sobald du das Gehirn verbindest. Hol dir jetzt den Goliath. Jawohl, jetzt dürfen wir uns den Goliath holen. Alter Schwede. Ich bin sehr gespannt, wie die Mission jetzt wird. Vor allem, das hört sich ja sehr, sehr interessant an, Goliath zu organisieren. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es nicht einfach wird. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Wir schauen mal. Es wird wahrscheinlich sehr spannend. So wie die anderen Missionen auch. So, gucken wir mal. Ein neuer Tag und wieder keine Dollar. Immerhin Essen. Du solltest nicht vergessen, dass seit dem letzten Unfall kein Tag vergangen ist. Hier ist dein Ausweis. Du so, als ob du zu den Arschlöchern gehörst, die das jeden Tag machen müssen. Jupp, ich versuch's. Ich sehe heute einige neue Gesichter. Was ist mit Ash und Lamy Steve passiert? Keine Ahnung, Kumpel. Wir gehen, wohin man uns schickt. Bin froh, überhaupt arbeiten zu dürfen. Davon bekommt ihr hier genug, aber passt auf euch auf. Die Wachen erschießen euch wie nichts. Viele Wachen im Hof? Boah, wie cool das hier ist. Ich bin nicht entspannt, falls du darüber nachgedacht hast. Jeder muss seine Quote erfüllen. Ach, da unten ist so eine Schleuse.